Meine lieben Luftelemente, meine lieben Wagen, Wassermänner und die Zwillinge. Diese Legung ist für euch und die ist ein bisschen, wie soll ich sagen, na, derbe nicht, aber die ist ein leichter, liebevoller oder vielleicht auch kraftvoller, auf jeden Fall liebevoller Arschtritt für euch. Wenn ihr irgendwo verstarrt seid und nicht mehr los und hochkommt, da soll euch bitte dienen und zum Aufwachen dienen. Damit ihr endlich mal eher zu Potter kommt und glücklich seid. Na, meine Lieben? Wir wissen doch alle, ihr mögt doch manchmal gerne zu viel grübeln. Meine Lieben. Wagen, was ist denn hier los? Schuldgefühle, na klar. So. Okay, los geht's. So. Wo sind wir denn stecken geblieben? Was ist denn los? Was ist los? Was umgibt euch? Blitz. Oh. Ja. Blitz und Donner um euch drumherum. Action, Action, Action. Seid ihr, habt ihr Angst? Oder fühlt euch da wohl? Was ist denn eure Aufgabe in dieser Situation? Intensivieren. Intensiviert das, was euch ausmacht. Okay. Und macht das bitte gemächlich. Alles gut. Selbst wenn gesagt, außen drumherum alles niedergebrannt wird und alles auseinanderfällt, verfallt bitte nicht in Panik. Alles ist gut. Euer Schlüssel ist Gemächlichkeit. Euer Ausweg, eure Lösung. Die Lösung für diese Situation ist Gemächlichkeit. Ganz entspannt. Und wie kommen wir zur Gemächlichkeit? Indem wir die Arme aufmachen, uns empfänglich machen und uns eins mit dem Leben machen. Das heißt, easy peasy, lemon squeezy, bitte nicht verrückt, sich nicht verrückt machen. Ihr seid jetzt aufgefordert, tatsächlich mal alles auszublenden und zu sagen, okay, was will ich denn? Von allen Gedanken, die in meine Birne mich fertig machen, 60.000 bis 80.000 jeden Tag, die gleiche Kacke, Wiederkäuer, Wiederkäuer, menschliche Wiederkäuer, gedankliche Wiederkäuer. Reicht vielleicht, na, meine Jüngsten? Was sagt ihr? Intensiviert bitte, was wollt ihr denn vom Leben? Ihr persönlich. Nicht, was besser für die anderen ist. Nicht, wie sich die anderen verhalten sollen. Nicht, wie das Leben sein soll für euch. Unabhängig davon, was die anderen davon zu halten meinen. Na, oh. Also, ihr macht mich hier echt hier crazy. Ihr wollt es ja gar nicht annehmen. Ihr wollt ja alles kontrollieren. Na? Ihr wollt ja sagen, nein, so muss es sein, so muss es sein. Hm. Ja, schaut mal. Auf den Blitz haben wir verweist, die Karte verweist. Ja. Kann vielleicht sein, dass, wie gesagt, alles auseinanderbricht und das, was früher für Zusammengehörigkeit gedient hat, jetzt nicht mehr dient. Aber es ist, wie gesagt, nicht eure Aufgabe. Ihr müsst nicht die ganze Welt retten und ihr müsst auch nicht die ganze Welt bestimmen. Weil ihr seid eure eigene Schatzinsel. Schaut mal, unter Intensität haben wir die Schatzinsel. Das heißt, entdeckt bitte endlich mal eure Schätze. Haltet mal bitte an und versteht, was seid ihr für euch selbst persönlich. Das, was ihr immer im Außen versucht habt zu regeln, jetzt ist eure Zeit. Kommt doch mal endlich mal auf diesen, beziehungsweise schaut doch mal endlich mal auf euren Rücken, wie diese Schildkröte. Und versteht doch endlich erstmal für euch, was seid ihr für euch selbst? Nicht für die anderen, was sind die anderen für euch, was sind die anderen untereinander? Was seid ihr für euch selbst? Ihr seid nämlich eine Schatzinsel. Ihr seid Schätze, aber sowas von. Natürlich könnt ihr weiterhin eure Tätigkeiten ausüben, aber ich glaube, jetzt ist die Zeit, so ein bisschen zu sagen, okay, ich mache jetzt easy peasy lemon squeezy, denn Gemächlichkeit ist mein Motto jetzt. Und schaut mal, so schön, wieder mal eine Schildkröte. Und die sind ja, ne? Guck mal, Schatzinsel, Schildkröte. Jetzt haben wir innere Wahrheit. Und das bedeutet,
Das ist jetzt die Zeit, endlich mal dem Herzen zuzuhören und nicht mehr dem Kopf. Meine lieben kopflastigen Menschen, öffnet bitte eure Intuition. Es ist die Zeit, auf sein Herz zu hören und seinem Herzen zu vertrauen. Und auch wenn es nicht so schnell gehen sollte, wie früher mit dem Verstand, es ist okay. Bitte zeigt ein bisschen Geduld, Langmut. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Öffnet die Arme. Es kann sein, dass ihr jetzt in die Entschleunigung kommt. Und das ist okay. Das ist das, was ihr schon lange gebraucht habt. Vielleicht habt ihr es nie selbst eingepegelt, weil ihr dachtet, nee, ich muss ja mir die Geschwindigkeit halten mit den anderen. Jetzt ist aber nichts mehr möglich. Vielleicht seid ihr auch krank geworden. Das ist nicht böse gemeint mit uns. Das ist einfach nur das, was ihr überhört habt. Und jetzt ist die Zeit, da reinzuhören. Bitte geht mal auf ein, zwei Stufen Geschwindigkeit runter. Gemächlichkeit. Öffnet die Arme und lebt einfach. Lebt, lebt, lebt. Seid glücklich. Seid glücklich im, ich wollte schon fast sagen, im Nichtstun. Tatsächlich ist es wirklich so. Ihr müsst der Welt nicht beweisen. Ihr müsst euch nicht artikulieren, ihr müsst der Welt nicht euch erklären. Lebt aus eurem Herzen. Und selbst wenn ihr, wenn man 2 Wochen von euch nichts mehr hört, es ist eure Entscheidung. Es ist okay. Ihr seid gute Menschen. Wir sind alle gute Menschen, alles ist gut. Ihr habt verdient, es glücklich zu sein. Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch aufrütteln. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Wenn dir das Video gefallen hat, like, kommentier, Abonnement, was auch immer. Bis zum nächsten Video.